Hey Leute, willkommen zurück zu Tales of Tistiria. Ja, Tistiria. Ich muss gerade einen Cut machen, weil mein Telefon mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und naja, es war sowieso alles ein bisschen überfordernd. Ich habe es auch alles nicht wirklich verstanden. Was ich weiß, ist, dass Alicia jetzt irgendwie eine Sub-Troller ist. Ich weiß es echt nicht, ich habe es nicht verstanden. Auf jeden Fall haben wir einen Pakt mit ihr abgeschlossen, dass sie jetzt... Ja, ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Ich hab's nicht verstanden, den ganzen letzten Part. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch in der Lage, Helions zu reinigen, weil sie diesen Pakt abgeschlossen hat und jetzt... Na, sie ist kein wirklicher Hirte, ne? Sie hat halt einfach nur die Kraft damit bekommen, weil sie jetzt irgendwie seine Unterstützerin geworden ist. Das Gleiche, was wir halt auch machen können mit anderen Seraphim, die dann auch als Träger... die dann auch Sori als Träger hätten, so rum. Aber ganz verstanden habe ich das ganz ehrlich jetzt noch nicht. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser erklärt, weil irgendwie ist das alles so gerusht und man versteht es gar nicht. Genauso mit dem Träger. Wir müssen irgendeinen Träger für irgendeinen Landherrscher finden. Was heißt denn das? Muss das jetzt ein reiner Ort sein? Muss das ein reiner Mensch sein? Weil die haben ja gesagt, der Ort ist irgendwie auch nicht mehr ganz rein, da wo wir hin sollen, am heiligen Wasser dort hinten. Und ich habe es echt nicht verstanden, tut mir leid. Vielleicht könnt ihr es mir nochmal besser erklären oder ich muss nochmal in Ruhe mir das alles durchlesen. Aber das habe ich gerade schon mal noch beim Rendern, aber irgendwie werde ich trotzdem nicht schlauer, was genau das jetzt bringen soll. Aber okay, Miglio hat uns jedenfalls erwischt, wie wir diesen Pakt mit Alicia geschlossen haben und ich glaube, der schmollt jetzt, weil wir mit ihm keinen Pakt machen wollten. sammle heiliges Wasser vom Wasserfall der Galahad Ruin. Das habe ich verstanden. Also, weil wir müssen das holen, bevor das halt vom Bösen... Wahrscheinlich muss ich aus der Stadt erstmal raus, ne? Bevor das vom Bösen verunreinigt wird, damit wir das halt irgendwie noch benutzen können. Für die Segnung des Herrschers des Landes, den wir aber noch brauchen. Also ich glaube, ein Herrscher des Landes ist ein reiner Mensch, der ein Träger für ein Seraphim ist. Ja, wo ist aber der Unterschied zwischen den Herrschern des Landes und einem Hirten ist, weiß ich nicht. Weil im Endeffekt ist der Hirte ja auch ein Träger für ein Seraphim. Versteht ihr, warum ich eben ein bisschen verwirrt bin? Aber nur so minimal bin ich verwirrt. Minimal. Ich habe gar keine Ahnung. Nein, überhaupt nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach hin und sammeln das Wasser, was wir zur Reinigung brauchen. Um halt auch irgendwie eine Domäne hier zu bekommen, wie der Angry Opa sie hatte, damit wir im Endeffekt die Helions uns vom Leib hier halten können. Das ist so verwirrend. Warum ist das so verwirrend, dieses Spiel? Das ist aber nicht so verwirrend. So, und ich guck mal ganz kurz, ob Alicia irgendwas zum Ausrüsten hat. Bernsteinschleife ist aber nicht... Naja, doch, Verteidigung ist ein bisschen besser, ne? Nehmen wir die mal. Kampfmontur haben wir nichts. Feuerring, da haben wir ein paar. Die es aber nicht wirklich besser sind. Okay, dann lassen wir die erstmal. Lanzenstoßer, Lanzenabweiser, Lanzenduellant, gelehrige Prinzessin. Dann lassen wir jetzt einfach mal. Irgendwie ist die erste mal am besten, das verwirrt mich so sehr. Kind der Trennung. Ja, lassen wir auch. Den haben wir erst genommen. Und ich glaube, wir hatten bei den Kampfaktionen noch irgendwas Neues bekommen. Automatische Göttlichkeit. Wenn die gestaltete Figur verletzt wird und KP verliert, amortisiert sie. Ich mag diese ganzen automatischen Sachen irgendwie nicht. Was haben wir hier? Kettenstoß. Normal. Halte nach 3 Kombos R2 gedrückt, um ein Seraphim-Artes zu verbrauchen. Hä? Aber das war doch... War R2 nicht auch? Naja, ich nehme es einfach mal. Ich dachte, das war auch nur im... Amortisierungs... Zustand. I don't know. So, sorry, Gespräch. Ich freue mich, dass du es begleitest, Alicia. Oh ja. Vor allem, er vergisst Mikleo voll, wisst ihr? Ach, der kommt schon allein zurecht. Ich will mit dem kein Eid. Der darf nicht mit. Also, irgendwie mag er doch Alicia mehr, oder? Oder so unter uns, ja? Ja? Es ist mir eine Freude, Sorry. Ich verspreche, dass ich dir und unserer Mission nicht zur Last fallen werde. Dankeschön. Also, wo sind diese Galahad-Ruinen? Der Eingang zu den Galahad-Ruinen liegt nordwestlich von Darmsee am Fluss, der aus dem Wald kommt.
Wenn wir von Damensee aus nach Nordosten über die Brücke gehen und dann nach Westen auf höheres Terrain an Kilf und an den großen Morganfällen vorbei, finden wir ihn. Er liegt in der Nähe des höchsten Punkts der Seehafenhöhe. Es wird also ein wenig anstrengend. Seien wir vorsichtig. Okay, stimmt es, dass die Giflet-Brücke eingebrochen ist? Wie konnte solch eine Brücke einfach so einbrechen? Wir müssen den Wassergeist irgendwie verärgert haben. Oh, es gibt also doch einen Wassergeist. Ich speichere erstmal. Ja, wie gesagt, ich habe alles noch nicht so ganz verstanden. Bedauere mich nicht so. Die Welt wimmelt nur so von Bosheit. Ja, das stimmt. So the world teems with these monsters called Hellions that cannot be seen by normal humans. And it is they who are the true scourge of the Age of Chaos. Yes. The havoc you see in the weather and people's emotions alike all stem from the influence of the Hellions. The Lord of Calamity creates malevolence in Hellions. And the Shepherd's role is to stop him from doing that. As is that of the Squire, correct? I already told Saray much the same, but this is something I want you to determine for yourself. What you want to do with the world, with the humans, with the malevolence. I'd like you to make your own decisions, based on your honest and forthright heart, rather than having them imposed on you by destiny. But is it acceptable to express myself that openly? I'm merely a Squire. A squire is not a shepherd's subordinate, but one who provides help to him. There's no need to hold back. Yep, I'm gonna need all the help I can get. Okay, then if something is on my mind, count on me to say it. How inspiring. Ich mag Alicia. Inspiring, but Alicia, you kinda, grazed me. I'm so sorry, I was in the moment. Oh, die Provisorin. Oh, sie ist irgendwie süß. Okay, Provisorin ist sie. Okay, okay. Ich weiß immer noch nicht, ob sie dann jetzt auch die Seraphim sehen kann oder halt nur ja, durch Soray hinaus hören kann. Wischer? Und ob sie jetzt, naja, eine Hirtin ist sie jetzt nicht wirklich. Also, ne, sie kann halt auch reinigen, aber das war's, glaube ich, auch schon. Renn ich hier jetzt überhaupt lang? Ich glaube, hier soll ich doch... Ich habe hier keinen Stern. Aber ich glaube, ich musste hier lang, oder? Nordosten. Naja, Nordosten ist da, aber... wir gehen einfach mal lang. Irgendwas finden wir hier schon, Leute. Keine Sorge, ich habe voll den Überblick. Nicht. Okay, auf jeden Fall ist Alicia jetzt unsere coole Partnerin, die uns unterstützt. Finde ich cool, dass wir sie dabei haben. Ich mag sie. Und Schlumpf ist halt irgendwo am Schmollen noch. Das war aber auch fies von Soray. So, die Hilfe von ihm wollte er nicht. Aber Alicia, ja, 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 komm, komm. Wir hatten meine Hilfsprovisorin. Das ist so fies irgendwie. Naja, ich mag Alicia Emi, aber es geht ja ums Prinzip. Es war nicht sehr nett von ihm. Kein Wunder, dass er jetzt schmollt. Und ich glaube, wir sind hier richtig. Ich hab keine Ahnung. So, und dann haben wir jetzt sie auch im Kampf. Kann sie sich dann auch mit Seraphim aromatisieren? Das frage ich mich, ob sie das halt auch kann, weil sie ist ja kein wirklicher Hirte. Sie ist ja nur ja, eine Provisorin. Was genau das ist, auch heißt. Sie soll uns halt unterstützen, so ein bisschen. Aha! Du kommst aus dem Nix. What on earth? Here it comes, Alicia! Remain calm. Just attack it like you would any other creature. Release my spirit! Ne? Release my spirit! Kann ich nicht. Kann ich nicht? Alter, geh weg, du Drecksvieh! Kann ich nicht! Wenn du inaktiv bist. Nein, das war falsch, oder? War das die Verjüngung? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war richtig. Vor allem, was ich mich frage, die Amortisierung hört nicht auf. Ich dachte, die hört irgendwann wieder auf. Dass halt ein Leistung so abläuft und wir dann halt nicht mehr amortisiert sind, weil sonst wäre es extrem overpowered, oder? So, dich verjüngen. Wenn du im amortisierten Zustand inaktiv bist oder keine Combo ausführst, kannst du L2 drücken, um die eine Stoßanzeige Verjüngung zu wirken. Es dauert nur eine Sekunde und führt zu einer umfassenden Heilung, weshalb sich dies sowohl für Notfälle als auch für alles andere eignet.
Amortisierungen sind für alle nützlich, nicht nur für dich und deinen Partner. Okay, also anders gesagt war das einfach nur eine Heilung, ja? Ja. Ich glaube schon. Ich bin halt irgendwie so ein bisschen durch den Wind. Ich komme irgendwie ganz nicht ganz hinterher bei dem Spiel. Sorry. So, gibt's hier noch was an der Kiste? Das ist schön. Ich nehme, glaube ich, jetzt auch nur noch die Folge hier auf für morgen, dass ich schon mal eine habe. Was war denn drin? Ups, ich war schon... Was? Ups, ich war schon wieder fantastisch. Damit musst du klarkommen. Deal with it. What? Sorry. Ist das Mode? Ich guck mal ganz kurz. Deal with it. I'm the awesome shepherd. Deal with it, bitch. Das kann ich auch machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Ist das krank? Okay, ich lasse aber einen Standard. Farbe. Oh! Mann, geht das nicht? Ich wollte... Oh doch, sie leuchtet dann so ein bisschen. Entschuldigung, ist das cool. Ich habe übrigens auch schon andere Figuren. Oh mein Gott, das ist das für ein Lackaffel für so ein Macho. Ich glaube, den lasse ich heute mal einfach aus Spaß. Ich habe auch noch andere Kostüme, aber da kommen wir später nochmal zu, wenn wir mehr in der Gruppe haben. Das ist einfach voll Troll. Hey, Alicia, Baby. Oh nein. Vor allem, das passt überhaupt nicht zu ihm, weil er sonst so ein gutmütiger, optimistischer, tollpatschiger Charakter ist. But whatever. Oh Gott. Ah, ich fail schon wieder. Ready, everyone? Drücke während einer 3. Och Leute, das merke ich mir doch nie im Leben. Ah, das war richtig? Oh. Okay. This is a Hellion. You okay? Sorry. I'm fine. Macho-Outfit. Oh, heiliges. Oh. Halte im amortisierten Zustand in einer Combo R2 gedrückt, um für eine Stoßanzeige einen Verbannungsstoß zu entfesseln. Die Wirkkraft hängt vom jeweiligen Seraph ab. Und weil er geladen werden muss, könnte es riskant werden, aber du kannst daraus eine Combo in eine Combo übergehen. Statuseffekte von Artis sind nach einem Verbannungsstoß zweimal wahrscheinlicher. Je niedriger die KP des Feindes sind, desto höher ist der Schaden. Okay. Also eventuell gar nicht mal so schlecht, ne? Hier ist nichts mehr? Okay. Ich glaube, das war mal eine Stadt. Die Stadt sieht aber nicht mehr so schön aus. Muss ich da rein? Nö, aber kann ich ja mal rein. Ich meine, wenn wir hier gerade in der Ecke sind, ne? Why not? Oh Mann, Mann. Ich fand das gerade so cool, dieses Outfit dabei. Alright. What is this? Das ist alles schon ziemlich futsch, ne? Das war wohl mal ein Dorf. Vielleicht sogar von den Hellions zerstört worden. Jetzt ist aber nichts weiter. Okay, ich hätte gedacht, vielleicht ist hier irgendwas, aber scheint jetzt nicht so. I finished preparing the gel. Diesmal haben wir aber kein Bett in der Nähe, Alicia. Trotzdem, Dankeschön. Apropos, wo du gerade von Gummis redest. Was denn jetzt? Unterstützungstalente. Kannst du eigentlich noch was anderes? Snack? Heilmittelzubereitung. Was hast du denn? Gesundheitswiederherstellung. Machen wir ein paar Snacks vielleicht. Gummis haben wir, glaube ich, erstmal genug. Gut, hier könnten wir jetzt nichts machen. Strange. Vielleicht müssen wir das später noch mal irgendwann hin. Obwohl, vielleicht sind es die Galahad.
Ruinen. Ich meine, es waren auch Ruinen, aber wir haben ja auch gar kein Sternchen. Das finde ich seltsam. Deswegen denke ich, müssen wir eher da unten hin, zu diesem roten. Wisst ihr? Schauen wir da mal nach. Außerdem erkunden wir so zumindest mal die Karte. Bernsteinstiefel. Ich glaube, jetzt haben wir aber schon alle welche. Fokus mal 4. Ne, die sind besser. Oh, der ist vielleicht besser für sie. Okay. Da ist nochmal ein Münsterchen. Ich treffe die einfach nie. Counting on you, Lila! Ready? Ready? No escape! Ja, komm, ich glaube, ich bin echt schneller. Light of fire! Get lost! Burn away! Not yet! Breakthrough! Everyone okay? Yep. Effektpotenzial, naja. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, das war. Ich glaube, da kommen wir nicht lang, oder? Doch, das ist ein Speicherpunkt. Da müssten wir lang kommen. Alright. Ich guck mal lieber auf das Schild, ob wir hier richtig sind. Ich habe meine Orientierung. Westen. Ah, Dorf Kilf war das wahrscheinlich, das abgebrannt wurde. Okay. Galahadrin. Also müssten wir hier richtig sein. Okay. Wir speichern nochmal. Wahrscheinlich kommt hier gleich ein Boss oder so, weil Speicherpunkte mitten auf der Karte sagen oft, hallo, du hast da gleich einen Boss. Dann bist du sonst tot, Kiri. Ich finde es immer noch schade, dass ich jetzt nicht zum Beispiel mit Alicia laufen kann. Nee. Obwohl, kämpfen? Ich versuche das mal. Kann ich mit ihr kämpfen im Kampf? Weil ich kenne ja nur die Kampf... Ich versuche das mal. Würde mich mal interessieren. Ist das ein Monolith? Yep. Elemente und Werte. Oh Gott. Angriff nicht elementar Lähmung? Ja, genau. Mhm. Finde ich auch. Habe ich mir jetzt alles komplett gemerkt? Not? Wieso geht das noch da oben? Oh Mann, ich gehe mal dahin, wo ich nicht hin muss. Aus Prinzip, vielleicht gibt es halt noch was. Außerdem sieht das aus, als ob das eine Fundstätte sein könnte hier. Oder? 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 Naughty? Okay. Warum denn das nicht? Das sieht doch voll aufdringlich, mysteriös hier auf, so wegen, hallo, ich bin eine Fundstätte. Hm. Vielleicht auch nicht. Ach, na gut, dann gehe ich später da nochmal hin. Höchstwahrscheinlich wird die Story mir das schon sagen. What are you, Mister? Du siehst creepy aus. Ha, ich hab's mal getroffen. Stand strong! Lead it to me, Alicia! That's it. Ready? Strike. How's this, Lila? Yeah. Okay. Okay. Ich behaupte mal, das Viech sollte ich noch nicht umbringen. Oder kann ich noch nicht umbringen und sollte ich später umbringen? ja. Okay, ich gehe dem erstmal aus dem Weg. Ich glaube, das kann ich noch nicht machen. Vielleicht hätte mich das Leuchten irritieren sollen, aber... Naja, gut. Das war so peinlich gerade. Ja. The ruins are calling me. Oh Mann, ich habe mich wieder verpiont. Das ist vielleicht irgendein Special Boss hier, aber der war viel zu stark. Den kriege ich noch nicht tot. Hat mich ja gewone-hittet. Ich krieg das nicht hin. Irgendwie möchte ich nicht immer Amortisierung machen, weil... Ist halt schade, wisst ihr? Und Alicia macht auch schön Haue. Alright. Ich glaube, wir sind hier aber richtig.
Jupp. Das müsste hier sein. Sagst du was Neues? Ah, naja, speichern wir erstmal. Mann, ey. Die Kiri wieder. Gleich erstmal nach ein paar Teilen schon wieder tot. Okay. Müssten hier sein, oder? Es kommt wahrscheinlich sein Entdeckerinstinkt wieder durch. Du hast gesagt, tief in den Ruinen sei ein Wasserfall. Ja, die Wasserfälle mit dem heiligen Wasser befinden sich am weitesten vom Eingang entfernt. Natürlich. Aber wir sollten wachsam sein, wegen dem, was die Soldaten angegriffen hat. Vorsicht ist geboten. Siehst du mir nicht meine super, super, super tolle, coole Sonnenbrille? Ich krieg das schon hin. Guck mal, wie ich das mache. Schön. Wir können es reinigen. Na komm, ich hab dich doch gehört. Guess we can't hit them by flailing our weapons. Doch, können wir. Okay, also normal angefangen. Your right side was wide open. Really? I need more practice. Okay, nach jedem Kampf wird dir ein Rang verliehen. Echt? Den Rang habe ich noch gar nicht gesehen. Ich blindes Huhn schon wieder. Nee. Ups. Ich gehe jetzt mal nach rechts, aus Prinzip. Da könnte eine Kiste sein. Ihr kennt mich doch. Oder das. Ah, ich hasse euch zu sehr. I am your opponent, Hellion. How's this? Come on, everyone! No escape! How's this? Not yet! Fluent surge! Strike! Not yet! Nee, nicht mehr offen. Ready? Purification complete! Tatsache, da, Rang 270. Aha. Das ist dann ja wahrscheinlich wieder für New Game Plus, ne? Ja, die Monolithen, wer es lesen möchte, Pause drücken. Da geht es natürlich nicht lang. Weil ich persönlich lese Tutorials meistens halt echt nicht mehr dann durch. Weil es eigentlich unnütz ist. Das meiste lernt man auch so. Oder kennt man halt schon aus den Vorgängern. Mangosorbet, om nom nom. Okay. Ja, was ist wohl mit Mikrio? Ich glaube, der ist echt sauer, dass wir ihn hintergangen haben, so gesehen. Oh. Tja, voll die Abfuhr kassiert von Soray und er hat sich erstmal Nisha geschnappt. So geht das aber auch nicht, Soray. Ich meine, ne? Bei Mikrio hat er sofort, nein, das kannst du nicht gesagt, denk doch mal nach. Und bei Alicia, okay, ja klar, warum nicht? Naja, ihr schreit und so, ne? Ja, ist doch falsch, ich wollte das andere. The ruins are calling me. Yes, babe, yes. Er sieht so scheiße aus mit dieser Sonnenbrille und diesen nach hinten gegelten Haaren. Ey Weiber, jetzt mach schon. Ey Weiber, ey, ich bin der Hirte, ey, hallo. Wollt dann trinken gehen, ja? Ja, guck mich an, ey, ich bin der Hirte. Okay, ich lasse es ja schon. Ich kann nicht auf Macho-Typ machen, da fehlen mir die Eier, tut mir leid. Ach ja. Ich habe auch keine im Kühlschrank, um da mal mir ranzukleben. Was ist denn das? Ein Bogen. A bow. It looks like it's just ceremonial. This bow is a divine artifact. A what? Oh, right. Hold on. So if this bow is a divine artifact, what does that mean? Braucht das immer noch a divine artifact determines the form the Armatus will take. Essentially, it serves as a model for the Armatus. A model for the Armatus? Oh, yeah. Like Lila's sacred blade. The sacred blade of Lady Lake is also a divine artifact. Oh. Huh, and that's why your Armatus is a sword. Hey, does this mean that I can use your sacred blade to armatize with other seraphim as well? Well, that depends on the circumstances.
First, as I mentioned earlier, just as I am the Prime Lord of you, the Shepherd, they would have to become my sublord in turn. What exactly is a sublord? Danke, erklär's. Put simply, it is the title for one who assists Saray while working under the influence of my power. Consider the elemental property of the divine artifact. Each seraph has their own unique element that falls under their control. Mm-hmm. Mine, for instance, is fire. Haben wir schon gesehen. So if the divine artifacts all have their own elements, does that mean a seraph can't armatize with it if their element is different? Indeed it does. It would appear this bow's element is water. Was für ein Zufall! And Lucio is a water seraph. Was für ein Zufall! Huh? Saray does not wish to make Miklio his sublord. Why not? It's no different than when I was made a squire. Sag ich doch! But you called on the Shepherd's power in order to achieve your dream. Isn't that right? Miklio is different. Der schmollt halt einfach nur so. Lass mich raten, er ist ihm wahrscheinlich sowieso gefolgt. What did I say? Habe ich es euch nicht gesagt? Ich kenne diese schmollende Diva doch schon. Und sorry, es sieht einfach so kacke aus. Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ja, sorry. Die gucken wir uns alle nochmal in Ruhe um. Ich möchte jetzt halt noch nichts abnehmen, weil ich möchte halt echt dann später in der Gruppe das alles schön machen. Hey Miklio, ich hab dich genau gesehen. What's that? Ah, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, seht ihr? Alter, das Bogens, der Pfeilsockel. Saray, there's something written on the arrow pedestal. It looks like ancient tongue. Oh, show me! Don't walk off with relics and other junk you find in the ruins, okay? And no breaking stuff. On the other hand, treasure chests are fair game. So go nuts. Very light-hearted, these ancients. Yeah. I'm not so sure. The distinction between academic research and crass looting can be very fine indeed. Perhaps their buried message is contemplate always the true intent of your actions? Now you're taking it too far in the other direction. Nothing wrong with interpreting it that way. But I'm thinking this might just be a joke the ancients left for us. Indeed. Ruins are made by people just like us, so it only makes sense for them to reflect human nature. Quite profound. That's what we like about you, Alicia. Your, sincerity. Ja. Ich schon siehst. Ja, mal gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Seda. Sagst du auch nochmal was Neues, Alicia? Nein, okay. Dann gehen wir weiter. Ich find's halt schade, dass man mit ihr nicht rennen kann. Ich meine, wenn man sie auch im Kampf benutzen kann, ist das irgendwie bescheuert, wollte ich jetzt sagen. Ha, ich hab dich getroffen. Aber wahrscheinlich wird das mit der Amortisierung was zu tun haben, oder? Ja, obwohl, nee, dann könnte ich sie auch im Kampf nicht benutzen. Na, ich weiß nicht. Dann vielleicht mit den Flammen oder so. Keine Ahnung. Nee. Du kannst da nicht, danke. The ruins are calling me. Oh, neues Level, schön. Kenntnisse zum Titel stimmt. Ich glaube, ihr habt gemeint bis Level 5. Habe ich das recht in Erinnerung? Was ist bis Level 5 geht da? Die Titel. Ist halt auch die Frage, was man jetzt gerade machen möchte, ne? Weil so richtig verbessern tun die sich halt nicht. Also die spezialisieren sich jetzt halt nur auf eine Sache. Also hier zum Beispiel Angriff, ne, etc. Ist halt blöd, wenn man nur eins verbessern kann und nicht alles. Links oder rechts? Ich gehe einfach mal geradeaus hier weiter. Wo wir gerade schon sind. Ich weiß nicht. Also seht ihr, ein paar Heilpflanzen müssten wir auch noch haben, die ich gerade mal mir reinschmeißen kann. Art Angriff. Nun, du mal, du hast nicht so viel davon. Salbei, maximal KP. Nimm mal leider, die hat nämlich so wenig. Okay, ich hoffe, es ist jetzt egal, in welche Richtung wir gehen. Deswegen vielleicht können wir nicht mit jemand anderes durch die Map rennen, aber nee, ist trotzdem schade. Ich meine, ne? Ein Kampf geht ja auch und da können wir dann auch nicht, haha, Sackgasse, amortisieren.
Blutegel. Wie süß. So süß, dass ich sie umbringe. I must try harder. So this is the power of purification. My powers aren't much, but I try. Aww. Ich mag die Characters wirklich eigentlich alle bislang, muss ich sagen. Die haben halt alle so ein bisschen was Einzigartiges. So, Kale. Ah, hier wäre ich dann auf der anderen Seite. Ich bin natürlich hier falsch gegangen. Na ja, gut. Vielleicht gibt es hier aber trotzdem noch irgendwas Schönes. Schauen wir mal. Los, amortisier. Ich kann nicht amortisieren? Dann kann ich das doch nicht unendlich machen. Ups. Will, glaube ich, auch übertrieben. Ich glaube, das hat was mit der mit dem Kreis da unten zu tun, oder? I guess. Upsie, gerade wo ich dachte, oh, ich bin voll overpowered. Von wegen. Oh, was? Die kann ich noch nicht öffnen. Mann. Let's do this. Yeah. Ready? Okay, also Kiri merkt dir, du kannst dich unendlich amortisieren. Das reißt dich zusammen. Alright. Saray, your right side was. Ja, ich weiß. Ich weiß, Alicia, ich weiß. Ich bin halt auch noch ein kleines Noobchen. So, eigentlich sind wir jetzt schon bei 30 Minuten. Ich mache jetzt ein paar Minuten länger, weil wir beim letzten Part halt nur bei 20 waren. Wie gesagt, ich habe es halt nicht anders hinbekommen. So. Bernsteinmontur und Erdring. Okay. Kampfmontur, Bernsteinmontur. Ja. Was macht's bei dir? Wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Ich glaube, ich gebe es ihr trotzdem mal. Ein Erdring. Erdschaden reduziert. Vielleicht wäre es sogar gar nicht schlecht bei ihr, weil Arteangriff geht dann runter. Und nee, oder ist das Arteverteidigung? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das ist, nee, das ist doch Arteangriff. Arteverteidigung geht hoch. Ja, nehmen wir das mal für sie, weil Arteangriff hat sie jetzt ja nicht wirklich, glaube ich, oder? Dies ist ja, glaube ich, eher die psychische. Okay, passt schon. Aha, ich hasse diese Viecher, die kommen immer so aus dem Nichts. Komm schon. Ich muss meine Amortisierung ein bisschen sparen, falls ein Boss hier kommt, der sicher kommen wird. Indeed, that's the end of it. Apropos, habe ich jetzt eigentlich neue Arten mal bekommen? Ich mache hier überhaupt nichts. Schmetterzahn. Kann ich ja nicht verschiedene machen? Noch oben und unten? Wahrscheinlich nicht. Na, okay. Schmetterzahn habe ich. Da noch nichts. Okay. Versuchen wir gleich mal nach oben. Nach oben. Kiri, merkt ihr das? Nach oben oder nach unten? Gut. Naja, so haben wir wenigstens noch ein bisschen was hier bekommen. Sind wir nicht ganz umsonst gelaufen? Gut. Wahrscheinlich wartet auch ein Boss auf uns beim anderen Gang. Nee, ich will nicht. I hate to break this to you, but. Ich glaube, du bist gefailed, oder? Ja. Well done. Hang on, everyone! Job, Saray. Danke. Let's keep it up. In Handzeiten, die darauf unbesiegbar scheinen. Es kann sein, dass es ein höheres Level ausscheint. Und sie kann jetzt ein Schuss zu mir gewonnen. Okay. Ja, also Alicia, ich glaube, du bist da nicht so gut drin, wa? Was habe ich hier jetzt neu? Stoßladung. Wäre eine. Konnte man länger ab, um die SA zu erhöhen. Und die SA erhöhen sich. Oh ja, das können wir ja nehmen. Figurenwechsel. So wechselst du mit der gesteuerte Figur im Kampf. Ja gut, aber ob ich das brauche? Schnelle Verbannung. Amaltidier, der Verbannungsstoß kann mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Das ist gut. Das nehmen wir nochmal mit rein. Okay.
Was wollte ich jetzt? Unterstützungstalente so. Ich mach doch lieber Gummis, da ist er irgendwie besser drin. Ich weiß nicht. Warum nur? Oh Mann, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Aber die Gegner spawnen wenigstens wieder neu. Hatte ich dich schon? Dich hatte ich schon. I don't think we've checked that monolith out yet. Echt? Dann bin ich heute aber wieder blind unterwegs. Naja. Hab dich. Saray, I'm counting on you. Ich auch, Ryla. Let's get him. Luz, let's get him. Right. I did it. Hey, das doch mal zu gehen. Luz, right. Radiant Queen. Blue Bang. All is done here. Da lang. Hab ich schon mal gesagt, dass ich so absolut null Orientierung hab? Ja, hab ich nicht. Gut. Oh, ich erwarte jetzt schon einen Boss irgendwo hier. Habe ich hier nicht einen Speierpunkt? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, da komme ich noch nicht lang, oder? Ja, gleich, Fledermaus, gleich. Öffnen? Doch? Was gibt es hier? Eine Kiste! Meins. Mehr Gummis. Oh, ich hasse euch. I'm counting on you. Ready? Pretty good, right? Tiger Blade! Wie hab ich das gerade gemacht? So this is the power of purification. My powers aren't much, but I try. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ach so, das. Ja, natürlich, das war ein X. Ja. Kopfschüttel, Kiri, es war ein X-Adre. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Ich bin so ein Noob manchmal. Weapons ready! I will smite evil! I will smite evil! Alright! No good. It's over! Sweet dreams! Hang on, everyone! Let's get him! Radiant Queen! Not yet! Hang on, everyone! Well done! Never! Crimson Queen! White King! The ruins! Ich habe echt keine Orientierung, meine Güte. Nee, so, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Was uns hoffentlich hilft. Für den Herrscher des Landes. Naja, wir brauchen erstmal, wie gesagt, einen Träger. So. Wen gebe ich denn jetzt noch ganz schnell das Safran? Das Verteidigung. Ja, kannst du eigentlich nehmen. Mehr. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit Tales of Historia. 38 Minuten. Ja, doch, das ist mehr als genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal und schauen mal, was uns dort erwartet. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.